Hallo Leute, oder eher guten Morgen Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich dachte, es wäre doch mal eine tolle Erfahrung, am Wochenende bei Sonnenaufgang biken zu gehen. Einfach mit dem kleinen Rad durch die Stadt trailen, dann ist ja noch nichts los und ich habe mal alles für mich. Der Sonnenaufgang war für 5.24 Uhr angesagt, deshalb bin ich um kurz nach 5 aus dem Haus. Es ist wirklich schön, wie leise eine Stadt morgens sein kann und wie man statt Autos einfach nur die Vögel hört. Ich merke auf jeden Fall meine Beine. Die sind noch nicht so ganz wach. Die Balance auch nicht. Ja, schon besser. Ich will auch nicht immer zu lange an einem Ort bleiben. Ich wollte auch ein bisschen durch die Stadt fahren, wenn es so leer ist. Oh, vor dem Drop habe ich schon ein bisschen Schiss. Aber ist auch so der Baum. Yes, oh. Dann mal gerade runter. Nicht konzentriert. Ach. Ich merke, dass ich da nicht wirklich runter will. Nein, komm schon. Ich weiß nicht. Nee. Vielleicht lieber nicht. Probier noch mal einen aus dem Backwheel-Hop direkt da hoch. Ja, das ist ganz schön hoch für mich. Ach, Leute. Shit, hätte den gerne geschafft, aber irgendwie. Mann! Ich will so nicht anfangen. Okay. Allerletzter Versuch, ganz ehrlich. Wenn der nicht klappt, dann soll es heute nicht sein. Ja, gut, jetzt lasse ich es auch wirklich mal ein bisschen in die Stadt kommen. Nein, ich will ja noch zum Pumptrack. Trotzdem ärgerlich, sowas am Anfang direkt nicht zu schaffen. Den Drop hätte ich echt gerne geschafft. Ich habe den schon ein paar Mal gepackt, aber er ist trotzdem noch ein bisschen beängstigend für mich. Gerade deswegen finde ich es cool, sowas am Anfang zu schaffen. Gibt dann Mut und Selbstvertrauen für die ganze Tour. So war es jetzt eher ein leichter Downer, aber ja, gehört halt auch dazu. Oh nein, dumme Idee. Oh, das ist sehr hoch für mich. Das kann man halt nie machen, wenn. Oder mit sehr viel Publikum tagsüber. Oh Gott, das ist hoch. Okay, mega Schiss. Mal mit der Scheibe hier. Ich glaube, das lasse ich lieber. Fahrradständer. Yes. Yeah. Bin doch schon relativ wach, obwohl es jetzt wahrscheinlich so 5:45 ist. Und erstaunlich viele Leute unterwegs. Im Auto und ein paar verkaterte, betrunkene Leute. Oh nein!
Auf jeden Fall habe ich mich schon auf den Pumptrack gefreut. Nach ein paar üblichen Spielereien habe ich dann mal die Kamera ausgemacht und bin schnurstracks zum Pumptrack gefahren. Wenn ich das nicht mache, komme ich einfach nicht vorwärts in der Stadt. Mal einen kleinen Cut gemacht. Sind schon am Pumptrack. Und dann gibt es noch eine kleine Treppen-Challenge. Hier war ich lange nicht. Aber da ist sie schon. Und am Pumptrack wollte ich auch nochmal die Treppe versuchen, die ich vor einer Weile schon mal probiert, aber nicht geschafft habe. Das Video dazu verlinke ich euch mal in der Infobox. Pack die heute. Am besten gleich First Try. An sich ist die gut machbar, aber halt extrem anstrengend. Und am Ende kommen dann immer zwei Stufen auf einmal. Da fällt es mir immer noch etwas schwerer, sauber auf dem Hinterrad zu landen. Vor allem, wenn man schon so kaputt ist. Shit. Nein, lief so gut. Ja, leider hat es nicht First Try geklappt. Und das ist da besonders schlecht, weil meine Kraft einfach nicht für viele Versuche reicht. Vögel feuern mich an. Danke, danke. Backwheel-Hops können so unfassbar kraftraubend sein. Ich muss das echt öfter machen. Oh. Zählt das? Ah. Schreibt mal in die Kommentare, ob das zählt. Aber ich weiß es eigentlich selbst. Ja, ich weiß, ich weiß. Es war fast geschafft, aber ich will mich da nicht rausreden. Damit ich wirklich zufrieden bin, müssen die zwei letzten Stufen auch noch übersprungen werden. Ich werde es also beim nächsten Mal wieder probieren. Ich wollte bei diesem Video auch mal etwas Neues probieren. Und zwar habe ich mir für das Bike-Check-Video ein externes Mikro gekauft und wollte mal testen, wie das so beim normalen Fahren ist. Ich dachte, es könnte ganz witzig sein, wenn ihr mich von außen seht, aber ich trotzdem direkt dazu sprechen kann, als würde ich direkt vor der Kamera stehen. Leider haben alle Tonaufnahmen an dem Tag nicht geklappt. Es war wohl das falsche Mikro ausgewählt. Also nicht wundern, wenn ich ein paar komische Sachen rede oder sowas wie die Klappe hier mache. Für die, die es genauer wissen wollen, ich nehme die Tonspur von dem externen Mikro mit dem Handy auf und lege es dann beim Schnitt übereinander. Dafür brauche ich so ein Klatschen wie die Klappe beim Film. Ist dann einfacher, das Ganze zu synchronisieren. In einem der nächsten Videos versuche ich das nochmal. Jetzt ist erstmal Zeit für eine kleine Müsli-Riegel-Frühstückspause. Irgendwas habe ich dabei auch erzählt, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Leider hat die Aufnahme halt nicht geklappt. Es war inzwischen längst überfällig, einfach ein paar Runden auf dem Pumptrack zu drehen. Ich kann dazu nichts, also Tricks oder so, aber es macht einfach Laune und ist dabei noch ein super Frühsport. Ach du Scheiße. Was machen die Leute damit? Ah, die heben die nicht hoch, oder? Irgendwie Bock da einfach drauf zu springen. Mal gucken, was passiert. Ein bisschen abgerutscht, aber es geht. Okay, weiß nicht, was ich dann da oben machen soll, aber ist schon witzig. Blöde Treppe. Oh, ab nach Hause. Da habe ich auch noch eine Sache, die ich üben will. In der Vorstellung ist ein Barspin gar nicht so schwer. Und am Ende musste ich feststellen, dass die GoPro mal wieder ein Standbild aufgezeichnet hat. Und diesmal war es weder nass, noch kalt, noch besonders heiß.
und ich habe eine neue SD-Karte drin. Dann liegt es wohl doch eindeutig an der Kamera. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich die einschicken kann und umgetauscht wird oder ob die einfach repariert wird. Mal sehen, wie es damit weitergeht. Zum Glück haben aber ja fast alle Aufnahmen geklappt. Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, mal so früh durch eine leise Stadt zu fahren. Also allen, die Street fahren, kann ich das nur empfehlen. Ich war auch erstaunlich schnell richtig wach und fit und dann noch konzentriert. Meistens jedenfalls. Würde mich interessieren, wie das bei euch so morgens ist. Wenn ihr so früh Sport macht, seid ihr dabei dann schon richtig wach? Schreibt mir das gerne mal. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und eventuell sogar motiviert, auch mal ganz früh fahren zu gehen. Vielen Dank fürs Zugucken, Liken und Kommentieren und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute.